In dieser Short News habe ich gleich mehrere kleine Infofetzen rund um die Sims 4 für euch. Zuallererst gibt es eine interessante News zu Steam. Wie EA schon vor einigen Wochen immer mal wieder angeteasert hat, wird es ab dem Frühjahr 2020 die Möglichkeit geben, EA Access und andere Spiele von Electronic Arts auf der Spieleplattform Steam nutzen zu können. Aktuell könnt ihr schon beispielsweise die Sims 3 auf Steam finden, bald werden dann ebenfalls Titel wie FIFA, Battlefield oder auch die Sims 4 bereitstehen. Ohne Origin wird es dann aber vermutlich leider doch nicht gehen, da man wahrscheinlich zum Starten sowie Spielen trotzdem Origin auf dem Computer installiert haben muss. Allgemein bleibt es aber weiterhin noch spannend, wie Sales auf den unterschiedlichen Plattformen gehandhabt werden. Apropos Steam, Parallives kann hier seit einigen Tagen schon aufgefunden werden. Zwar ist noch keine Vorbestellung möglich, allerdings bleibt es weiterhin spannend, ab wann dieses wohl für alle Spieler zur Verfügung stehen wird. Als nächstes gibt es eine interessante Info zum Maxis Monthly Show. Hier wurde verraten, dass auch im November eine neue Ausgabe von Maxis Monthly stattfinden wird und diese vermutlich irgendwann nach dem 8. November auf dem offiziellen Twitch-Kanal läuft. Um was sich genau der Entwicklerstream drehen wird, ist derzeit noch unklar. Vielleicht wird in diesem wieder ein paar Inhalte für die nächsten Updates vorgestellt, wer weiß. Und für alle, die nicht genug von Andi-Uni-Infos bekommen können, wie SimGuru Ninja auf Twitter verraten hat, wird es leider keine Stockbetten in der 8. Erweiterung für die Sims 4 geben. Sehr schade, aber auch weil man diese im Trailer nicht gesehen hat, ist vermutlich auch niemand davon ausgegangen. Was denkt ihr über die vielen kleinen Infofetzen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.